bin der Fabian von der Firma Nova. Wir sind da auf Teneriffa, um unseren XRF-Schirm, den Xenon, fertig zu machen. Bisher läuft sehr gut. Wir machen viele Starts, viele Landungen und probieren einfach noch ein paar kosmetische Details zu verbessern. Der Xenon ist natürlich für uns ein neues Terrain in der Schirmkonstruktion. Nova hat noch nie einen Zweiliner gehabt, was Neues. Und da lässt man sich natürlich auch länger Zeit und schaut, dass man alle Fehler ausmerzt und das Produkt am Ende so perfekt wie möglich ist. Wir sind auf einen Fehler draufgekommen, dass im Profil zu viele Aussparungen sind. Deswegen hat er da einen Knick am Obersegel, einen leichten. Und das biegt mir jetzt wieder zu. Es sind oft stundenlange Umbauereien und wenn es nachher natürlich gar nichts bringt ist, und man muss es wieder zurückbauen, wieder zwei Stunden, ist es sehr frustrierend. Das ist jetzt mit Abstand die schwierigste Operation bis jetzt. Passt. Ist 1199. Da verglüht in der Sonne. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Badam, oh, Polizei. Bam, badam. Jetzt haben wir im Hotel die Profile umgebaut, haben das geklebt und jetzt schauen wir, gehen wir noch gleich in die Luft und schauen, fotografieren das durch und dann sehen wir, ob das was gebracht hat am Abend, hoffentlich. Ich bin ganz nervös. Genauso gibt es das andersrum auch, dass man eine Kleinigkeit ändert und es ist, bringt unheimlich viel, was sehr schön ist. Das ist beim nächsten Mal einig korrigiert. Siehst du die Tätschen, was er hat? Mhm. Hört das auch? Ja. Ja. So, da oder? Siehst du es ja. Da die Tätschen. Und da hat er, das war die Vektorschnur, was wir einig gebaut haben. Die, was das kaschieren soll, was aber nichts gebracht hat. Ja, das ist eh schön. Das sind die Stellen, wo die Öffnungen an der falschen Stelle sind, oder? Genau, ja. Genau, da wo das Loch zu groß ist. Mhm. Das haben wir jetzt eigentlich korrigiert, das haben wir gepickt. Mhm. Und jetzt schaut es besser aus. Dann wissen wir jetzt genau, was wir zu tun haben. Passt. Theo gibt uns Input, was sind seine Ansprüche an eine leichte Ausrüstung, auch das Gurtzeug, an dem wir dran sind. My name is Theo De Blik. I'm a team pilot for Nova Paragliders. And next year in 2021, I will be flying the new Xenon in the Red Bull X-Alp. So basically, I'm here in Tenerife to participate in the final test session of the Xenon. During the last 2 days, we focused on two main things. So we changed some setting in the brakes. We tried to really find the perfect setup. Die Bremse bauen wir noch um.
And we tried also to find the perfect speed of the glider in order to thermal. So basically by releasing some knots on the A-lines in order to really find the perfect balance between slowness of the glider in order to take small thermals and really soft thermals and still a good agility. We were like switching the trims, like flying with one trim, then taking off again with another trim straight away in order to compare what was our feeling and to find the perfect feedback of the wing. In terms of flying, just flying, for me it was quite nice, really cool. I hadn't flown thermal since my accident actually, so it was like a long time ago. Felt really good, and the wing is much better than the one I had before, which was already good. So it's getting really good actually. Good job, I like it. Jetzt machen wir noch zusätzliche Stäberl rein, ob die dann in der Serie wirklich kommen. Das stellt sich jetzt erst raus, nachdem wir das nächste Mal geflogen sind und Fotos gemacht haben. Wenn es nichts bringt, tun wir es natürlich wieder raus. Deswegen kann man das Gewicht jetzt noch schlecht abschätzen. Genau, ist einfach noch nicht final, aber... Die Kappe ist final. Also an der Kappe groß verändern tun wir nichts mehr. Das heißt? Also Streckung, Flächengröße, das bleibt. Aber ja, ebenso Kleinigkeiten, da sind wir noch am Basteln. Die Fläche sind ungefähr 18 Quadratmeter projiziert. Wir geben immer die projizierte Fläche an, weil das aus unserer Sicht mehr Sinn macht. Die projizierte Fläche ist praktisch der Schatten, den der Schirm auf den Boden wirft, wenn er fliegt. Und die rechnet der Computer aus. Wir könnten noch zwei Hände brauchen, gell? Na, warte mal. Alright, you're welcome, man. Need more bread? Hold on, hold on. Machst du mir die Markierung bei 71,6? Ja. Oder? Ja, glaubst du es, dass ich das Mistviech da reinkrieg? Ja, wichtig für die X-Labs ist einfach, dass der Schirm, dass er leicht ist, dass er gut startet, dass er einfach ist und nichtsdestotrotz gut leistet. Und das ist uns beim Xenon sehr gut gelungen. Wir bewegen uns in die richtige Richtung und ich glaube, dass der richtig gut wird. Bin ziemlich begeistert. And it was quite constructive days. It was really cool because the conditions were perfect for that. Soft thermals, strong thermals, we had a bit of everything, a bit of a mix. And we had made a lot of progress and I think we are really close to a final in this topic.